Hallo, moin moin und herzlichst willkommen zur 65. Lesung und Besprechung des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums aus den 1850er Jahren. Irgendwann um 1850 rund hat der englische protestantische Autor James Edgar Wylie dieses Buch geschrieben. Wir haben bis jetzt in 64 Lesungen uns diesem Buch zugewendet und kommen jetzt sehr stark dem Ende entgegen. Ich denke mal, dass dies die vorletzte Lesung sein wird. Ich kann es schwierig einschätzen, weil manchmal lese ich eine Seite, bespreche viel und dann ist es immer noch nicht durch. Aber wir haben noch knapp 7 Seiten zu gehen und wir haben noch eine ganze extra Information, die ich für diese Sendung heute noch extra gefunden habe. Nicht um das Ende hinaus zu zögern, aber weil es mir wichtig erschien, dass die Erwähnung einer Person, die der Autor in diesem Buch macht, ein wenig Hintergrundwissen erfordert, und es ist ja immer interessant zu wissen, über wen spricht er hier. Wenn man da noch nie von gehört hat, ist es interessant, sich das mal anzuschauen. Und deswegen habe ich das rausgesucht, und das ist auch ein 6 oder 7 Kommentare lang, weil die Kommentare, da sind ja, ist man ja beschränkt mit wie viele Buchstaben man da reinschreiben kann. Also das ist schon eine ganze Ecke. Und das ist ein Auszug aus einem anderen Buch. Wie gesagt, das ist dann heute Teil der 65. Lesung. Da geht es um die Aussichten des Papsttums. Und das ist dann ja im Grunde auch das letzte Thema dieses Buches, was dann nach dieser 65. oder der kommenden 66. Lesung wohl endlich abgeschlossen wird. Nicht, dass ich danach verlange, es abzuschließen, weil das Buch ist so wichtig, es könnte von mir aus noch 1000 Seiten weitergehen. Aber da gibt es ja andere interessante Bücher, für die man stattdessen lesen kann. Und ich werde mich in der Zukunft auch anderen wichtigen Büchern widmen, um sie zu lesen. Aber heute, wie gesagt, die 65. Lesung, da fangen wir mit an. Und bevor wir damit anfangen, wie immer, ein Lied von Alexander. Ich habe hier nochmal eins aus dem Archiv rausgekramt, das ich sehr, sehr schön finde und was eine gute Einstimmung ist für die heutige Lesung. Und da sage ich dann jetzt mal Video ab. Wenn des Tages Licht vergeht, hör, Welt der Schöpfer, dies Gebet, der du so milde und so gut, nimm gnädig uns in deine dass kein böser Traum uns weckt, kein nächtliches Wahnbild uns erschreckt, die Macht des Bösen dämme ein, dass unser Leib stets bleibe rein. Hör uns, Vater, der du mild mit deinem Sohn und Ebenbild und mit dem Tröster aller Zeit, dem Geist regierst in Ewigkeit. Na, zum Glück schalte ich während dieser Lesung, oder besser gesagt während dieses Liedes, nicht während der Lesung, aber während des Liedes immer mein Mikrofon aus, sonst hättet ihr mich ganz lauthals mithören singen können. Ich würde irgendwann wirklich gerne mal im Duett mit Alexander eins dieser schönen Lieder singen. Auch wenn ich keine besondere schöne Stimme habe. Also, ich habe ja früher mal im Marinechor gesungen, aber das ist schon eine Ewigkeit her. Aber solche Lieder, das animiert einfach zum Mitsingen. Bei mir ist das zumindest so. Also nochmal, Dankeschön Alexander für die ganze Mühe, die du jede Woche machst für die Lieder, auch wenn ich diese Woche gewählt habe, ein Lied aus dem Archiv zu singen oder dich singen zu lassen. Dich singen zu lassen. Aber weißt du, ich fand auch den Text hiervon jetzt wieder passt sehr, sehr zu der Lesung, zu dem Thema eigentlich. Und da geht es ja auch immer so ein bisschen drum, dass es ein wenig passt. Ne? Ja.
Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Wir sind letztes Mal geendigt auf Seite 433 im zweiten Absatz. Doch wir wenden uns jetzt nach Italien zurück. Das heißt, wir fangen hier wieder mit einem anderen Thema an, in das wir zurückgehen, nämlich nach Italien, wenn wir über die Aussichten des Papsttums sprechen. Also heißt es hier Aussichten des Papsttums, das ist das letzte Kapitel dieses Buches. Und das war, wie gesagt, ein neuer Abschnitt. Deswegen habe ich letztes Mal gesagt, hier machen wir eine Pause. Da fangen wir jetzt auch an. Da ist ein neues Thema ist, mit dem wir uns hier beschäftigen, müssen wir auch gar nicht irgendwie einen Paragraphen zurückgehen, weil wir fangen ja jetzt in Italien an. Und hier unten seht ihr bereits diese paar gelben Punkte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7 Mal, wie gesagt, und das ist der Kommentar, der extra kommt. Da werden wir dann gleich drüber sprechen. Der Autor beginnt zu sagen, im Großherzogtum Toskana ist der Durst nach Gottes Wort weit verbreitet. Und die Zahl der in den letzten Jahren zur Wahrheit Bekehrten geht in die Hunderte. Viele Bibeln sind nach des Grafen Giocardini Berichten in den Brotbeuteln der österreichischen Soldaten ins Land gebracht worden. Die Traktate von Daubigny und McCrae zirkulieren in Tausenden von Exemplaren und bald würde das gesegnete Ländchen den Klauen des Romanismus entrissen sein, wenn nicht neuerlichst die offene Gewalt wieder das Evangelium gebraucht würde. Dadurch werden nun freilich alle schüchternen Freunde desselben zurückgeschreckt, aber die gestreute Saat geht doch nicht unter. Und wenn die Tyrannei alle ihre Galeeren mit Mardiais Gefährten besetzte. Und hier dachte ich, es wäre interessant, wenn wir wüssten, wer ist Mardiai? Wenn doch die Tyrannei der römisch-katholischen Kirche dafür sorgt, dass andere Menschen wie Mardiai auf die Galeere geschickt werden, wie Mardiai selbst auf die Galeere geschickt wurde. Was hat er denn verbrochen, um auf eine Galeere geschickt zu werden und da nach dem Motto, sich zu Tode zu rudern, also zu Tode zu arbeiten? Ein Straflager ist sowas. Straflager, Konzentrationslager, wie auch immer. Die römisch-katholische Kirche ist in ihrem Erfindungsreichtum beinahe unbegrenzt, um ihre Feinde irgendwohin abzuschieben. Und hier haben sie das mit Mardiais Gefährten in der Mitte des 19. Jahrhunderts getan. Und was sie da genau getan haben, wer Mardiais ist, das habe ich aus einem anderen Buch, deswegen die Kommentare. Und da gehen wir jetzt mal rein. Der Fall Mardiai, wie beschrieben in dem Buch The Religious Persecutions in the Grand Duchy of Tuscany and British Sympathy for Italian Nationalism 1851 through 1853, auf Deutsch die religiösen Verfolgungen in dem Großherzogtum von Toskana und die britische Sympathie für den italienischen Nationalismus zwischen 1851 und 1853. Den Link habe ich hiermit zugefügt. Das Buch kann man sich daher damit anschauen. Ich habe es als PDF versucht zu finden, aber habe ich nicht geschafft. Also das Buch selber ist mir jetzt nicht bekannt, aber es gibt das halt in diesem Dokument, wo man das raussuchen kann hier. Nur das ist dann halt nicht wie ein PDF, da kann man es aber auch, glaube ich, wohl ganz online lesen. Da habe ich dann einen Text rauskopiert, der über diesen Fall Mardiai geht. Und den habe ich durch den Google-Übersetzer gejagt. Und diese Verbesserung, das sage ich euch jetzt schon, ist nur einmal durch den Google-Übersetzer gegangen, ohne irgendwelche Kontrolle, weil ich hatte einfach nicht die Zeit, das jetzt auch noch diese paar Seiten, die ich hier gemacht habe, vollständig zu kontrollieren. Aber es ist sehr interessant, was wir dort zu lesen bekommen. Also aus dem Buch Die religiösen Verfolgungen in dem Großherzogtum von Toskana steht geschrieben, Herr Kinniard sagte, er sei der Letzte, der unnötigerweise die Zeit des Hauses zu irgendeinem Thema in Anspruch nehmen würde. Des Hauses, da geht es hier um das Unterhaus, ja, das Abgeordnetenhaus in England. Aber er tat dies bei der gegenwärtigen Gelegenheit, weil zwei grausame Strafen gegen zwei bescheidene Personen, Francesco und Rosa Mardiai, verhängt worden waren. In Position war es wahr, aber wegen ihrer Religion von unanfechtbarem Charakter. Als die Nachricht von dem Urteil, das sie jetzt erlebten, dieses Land erreichte, herrschten Gefühle der Trauer und Empörung vor. Und sie waren nicht auf dieses Land beschränkt, sondern wurden von den Protestanten auf dem Kontinent geteilt. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks hatte das amerikanische Volk in unverkennbarer Sprache sein Mitgefühl für die Sache der Mardiais zum Ausdruck gebracht.
Und der Präsident der Vereinigten Staaten und der Außenminister hatten, wie ihm mitgeteilt wurde, Absendungen an den Großherzog der Toskana gerichtet, um ihre Freilassung gebeten, angeboten, ein Schiff zu schicken, um sie in die Vereinigten Staaten zu führen und ihnen dies zu versichern, dort unterstützen. Er wünschte, die Regierung dieses Landes hätte den gleichen edlen Kurs eingeschlagen. Also wir sprechen hier von England, ne? Er wollte zeigen, dass dies kein Einzelfall war, aber er meinte, er sollte beweisen können, dass es Teil eines Systems kirchlicher Reaktionen und ein Symptom für eine Entschlossenheit der Hierarchie der Kirche von Rom war, den Protestantismus niederzuschlagen, wann immer die Zivilmacht es ihnen ermöglichen würde. Also mit anderen Worten, dass die Kirche ihre Strafe auf Heretiker durchsetzen würde, wo immer die weltlichen Herrscher das zulassen. Aus diesem Grund forderte er die Regierung dieses Landes auf, die anderen protestantischen Mächte Europas als Könige von Preußen und Holland mit den Vereinigten Staaten von Amerika einzuladen, also so die anderen protestantischen Mächte Europas wie die Könige von Preußen und Holland mit den Vereinigten Staaten von Amerika einzuladen, sich einer Demonstration gegen den Großherzog von Toskanien anzuschließen, nicht in einem diktatorischen Ton, nicht in einem Ton der Bedrohung, sondern im Namen der Religion und der Menschheit gegen diesen Akt der Tyrannei und Ungerechtigkeit. Bis vor kurzem hatte sich die Toskana im glücklichen Gegensatz zu den anderen italienischen Staaten hervorgetan. Dann lesen wir weiter im zweiten Teil dieses Textes. Er führte dies darauf zurück, dass es eine Reihe weiser Herrscher gegeben hatte, die den Stopps von Peter Leopold gefolgt waren, der, als die Gesetzesreform nicht so populär war wie heute, gegen Ende des letzten Jahrhunderts große Reformen durchgeführt hatte in den Gesetzen dieses Landes, durch die ihm ein größeres Maß an bürgerlicher und religiöser Freiheit gesichert wurde, als es in einem der Nachbarstaaten existierte. Die Inquisition wurde nie in der Toskana gegründet, noch war das kanonische Gesetz dort jemals oberstes Gebot. Er glaubte jedoch, dass diese Personen nach genau den Gesetzen, die verabschiedet worden waren, um den toskanischen Untertanen die Freiheit zu sichern, die jetzt eingedrungen war, rechtswidrig verurteilt worden waren. 1848 wurde der Toskana eine Verfassung verliehen, durch deren ersten Artikel alle bestehenden Formen der Anbetung nicht nur geduldet, sondern auch zugelassen wurden. Also mit anderen Worten, Religionsfreiheit in einem ehemaligen päpstlichen Staat. Unter dem Schutz dieser Verfassung hätten zahlreiche Florentiner den Vorteil an protestantischen Gottesdiensten in den mit der preußischen und englischen Botschaft verbundenen Kirchen teilzunehmen, in denen ein Gottesdienst in italienischer Sprache abgehalten wurde. Im Januar 1851 mischte sich die toskanische Regierung zum ersten Mal ein, um ihre Untertanen daran zu hindern, an protestantischen Gottesdiensten teilzunehmen. Polizeibeamte wurden an die Türen der Kapelle gestellt und alle, die eintraten, wurden aufgefordert zu verstehen, dass sie als Männer markiert sein würden. Also als Männer des Protests, wohl als Männer der, eines Aufstands, kann man ja beinahe sagen. Und alle, die eintraten, wurden aufgefordert zu verstehen, dass sie als Männer markiert sein würden. Unter der Aufsicht der Polizei. Und kurz darauf wurden 400 Mandate an ebenso viele Personen erteilt, um sie zu warnen, dass sie sich für einen Zeitraum von 8 bis 60 Tagen einer Freiheitsstrafe unterziehen würden, wenn sie weiterhin gemäß den Formen der protestantischen Religion verehren würden. Also, wir sehen, dass in der Verfassung in der Toskana drin steht, dass es Religionsfreiheit gibt, aber diese auszuüben ist ein anderes Thema, wie wir hier jetzt gerade gelesen haben. Weiter schreibt der Autor in seinem Buch: Am 17. Februar wurde Graf Giocchiardini, ein bekannter Name in der Toskana, den James Edgar Wylie hier auch bereits gerade eben erwähnt hatte, wie wir gelesen hatten, ein Freund von ihm, ein Mann mit hohem Charakter, der nie an politischen Maßnahmen teilgenommen hatte, von den Polizeibehörden aufgefordert, für sein Verhalten zu antworten, und am 18. erhielt er ein Dekret, das ihm verbot, ein Jahr lang unter Androhung einer Inhaftierung eine protestantische Kirche zu betreten.
Am 2. März wurde er erneut von der Polizei aufgefordert und als ob er die Ungerechtigkeit des Verbots zeigen wollte, wurde ihm vorgeschlagen, dass er, wenn er das Recht auf Teilnahme am Gottesdienst der protestantischen Kirche aufgeben würde, die Erlaubnis haben sollte, 4 oder 5 Personen in seinem eigenen Haus zum Lesen des Verbots aufzunehmen, Schrift und Gebet. Graf Giucciardini tat jedoch, was von ihm erwartet worden sein könnte und was er, Mr. Kinyard, oder, wie er glaubte, jeder andere Mann der Ehre und des Prinzips getan hätte. Er stand zu seinem Recht als Bürger, das Recht, das ihm durch die Verfassung gesichert worden war, und er weigerte sich, ein Privileg anzunehmen, das seinen ärmeren Brüdern verweigert wurde. Er bevorzugte ein freiwilliges Exil und beschloss, ein Land zu verlassen, in dem er Gott nicht mehr nach dem Diktat seines eigenen Gewissens anbeten konnte. Am 25. April wurde ein Gesetz verabschiedet, das der Polizei die Befugnis gab, Personen für ein Jahr wegen religiöser oder politischer Straftaten auf die Insel zu verbannen. Am 10. sollte Graf Giucciardini das Land verlassen und seine Papiere waren fertig. Aber am 7., wenn sie das Haus eines Freundes anrufen, um sich zu verabschieden und dort mehrere Freunde oder Bekannte zu finden, bevor sie sich trennen, lesen sie zum letzten Mal zusammen ein Kapitel in der Bibel. Um 11:30 Uhr nachts betraten 15 bewaffnete Polizisten das Haus, nahmen alle anwesenden Gefangenen und brachten sie in das gemeinsame Gefängnis. Sie alle wurden später zu einer 6-monatigen Verbannung in die Marcone verurteilt und nur aus Gunst durfte sich Graf Giucciardini aus der Toskana verbannen. Interessante Geschichte soweit. Hm? Von dieser Zeit an hat der Graf in diesem Land gelebt. Und erst vor wenigen Tagen erhielt er Informationen über den Tod seiner Mutter, der er hingebungsvoll verbunden war, der jedoch das Privileg verweigert wurde, in ihrer letzten Stunde anwesend zu sein. Zwischen Mai und dem 26. August wurden weiterhin Personen verhaftet, die es wagten, an protestantischen Versammlungen teilzunehmen. Am 26. August wurden Herr Walker und 2 florentinische Herren, die zu Madiais Haus gegangen waren, um ihn zu besuchen, verhaftet und ins Gefängnis gebracht, wie aus den Papieren auf dem Tisch des Hauses vorgeht. Und am selben Tag wurde Madiai bei seiner Rückkehr ebenfalls verhaftet und eingesperrt. Am folgenden Tag wurden auch Rosa Madiai, seine Frau und eine Dienerin festgenommen. Im September wurde ein junger Mann, ein Angestellter in der Post, verhaftet, weil er eine Bibel besaß. Es schien, dass die Beweise gegen ihn von seiner Frau erhalten wurden, die sich auf die angebliche Unverletzlichkeit des Beichtvaters stützte und anerkannte, dass ihr Mann eine Bibel hatte und es sich zur Gewohnheit machte, sie zu lesen. Das ist ein sehr wichtiger Satz und deswegen möchte ich hier ganz kurz mit meiner Lesung innehalten und einen kleinen Kommentar dazu abgeben. Jesus Christus hat uns bereits davor gewarnt, dass Väter gegen ihre Söhne sich wenden werden, Söhne sich gegen ihre Väter wenden werden, Mütter gegen die Töchter, die Schwiegertöchter gegen die Mütter und so weiter und so weiter, dass wir verraten werden, selbst aus der Familie heraus. Hier in diesem Fall hat die Frau ihren Mann nicht wirklich verraten, aber sie hat es gebeichtet, einem katholischen Priester, dachte, dass dieser Beichtvater sich an das Beichtgesetz, an die Schweigepflicht des Beichtgesetzes halten würde und es nicht tat. Weil die Beichte, wie wir wissen, natürlich von dem Priester ausgeführt wird mit der Absicht, Spionage zu betreiben und die wichtige Information seinem Vorgesetzten durchzugeben. Da gab es andere Beispiele für und wir hatten darüber gesprochen, als ich das Buch gelesen hatte von Lothar Grassmann über Adolphus Liguori, wie ihr euch hoffentlich erinnert. Hier haben wir ein weiteres Beispiel dafür, wie das Beichtgeheimnis missbraucht wird, also wie ein fehlbarer Mensch, der die Beichte abnimmt,
eben natürlich dann Missbrauch macht von einem Versprechen, das er anders abgibt, um das für sich zu behalten und eben den Namen doch durchgegeben hat an die Behörden. Ja? So müssen wir diesen letzten Satz hier verstehen. Deswegen, ich finde es sehr wichtig, dass wir da mal kurz bei stehen bleiben und dass wir uns bewusst davon sind, dass erstens ein Mensch einem anderen Menschen seine Sünden oder sonstige Dinge überhaupt nicht beichten sollte. Also von daher die Überflüssigkeit des Beichtstuhls schon mal sowieso. Und wenn er es doch tut, dass er sich bewusst sein davon sollte, dass dieser Priester geistige Vorbehalte verwendet, um sein Beichtgeheimnis zu brechen, wenn er es für sinnvoll erachtet, weil das, was er aus der Beichte gelehrt hat, er als eine Straftat identifiziert, die er seinem Vorgesetzten angeben will, zwischenklammern muss. Das ist genau, was hier in diesem Satz beschrieben wird. Also, es schien, dass die Beweise gegen ihn von seiner Frau erhalten wurden, die sich auf die angebliche Unverletzlichkeit des Beichtvaters stützte und anerkannte, also zugab, dass ihr Mann eine Bibel hatte und es sich zur Gewohnheit machte, sie zu lesen. Für diese Straftat, das Lesen der Bibel, wurde der junge Mann ins Gefängnis geworfen, obwohl die Bibel nie gefunden worden war. Und er, Mr. Kinyard, wurde glaubwürdig darüber informiert, dass er immer noch da war, also im Gefängnis. Sein Ziel war es, in Bezug auf diese Fälle zu zeigen, dass die Verfolgung der Madhyais Teil eines Systems war, wie er gesagt hatte. Also es geht hier nicht nur um den Fall Madhyai, der Fall Madhyai wird hier rausgezogen, aber es gibt noch andere Fälle von Verfolgung im sogenannten freien Toskanien, wo also frei in der Hinsicht Religionsfreiheit gilt, wo aber trotzdem Protestanten verfolgt werden. Ja? Um jedoch zu den Madhyais zurückzukehren, wurde jedoch am 25. November ein Dekret erlassen, mit dem Francisco und Rosa Madhyai nach dem 60. Artikel der Leopoldinengesetze von 1786 der Unverschämtheit beschuldigt wurden und wird es wagen, die göttlichen Geheimnisse zu entweihen, indem er die heilige Funktion mit Gewalt stört oder auf andere Weise irgendeine öffentliche Unverschämtheit begehen und wer öffentlich Maximen lehrt, die unserer heiligen katholischen Religion widersprechen, zu der wir uns immer genährt haben und die wir ständig nähren werden. Also, da müsst ihr den Inhalt dieses Satzes ein wenig entschuldigen. Das ist halt dem Übersetzer, dem Google-Übersetzer zu bedanken, dass das sich so merkwürdig lesen lässt. Aber ich glaube, man versteht den Sinn dessen, was hier drin steht. Ja? Mit anderen Worten, göttliche Geheimnisse werden entweiht, wenn man selber gegen die römisch-katholische Religion vorgeht, indem man die Bibel liest. Ja? Mit unserer ständigen Liebe und unserem Eifer wollen wir, dass er als Verzerrer der Ordnung, nach der die Gesellschaft selbst regiert und in Ruhe gehalten wird und Feind der Gesellschaft selbst mit größter und vorbildlicher Strenge bestraft wird, niemals mit weniger Strafe als öffentliche Arbeit, für eine Zeit oder für das Leben, je nach Umständen des Einzelfalls. Also mit anderen Worten, wenn man diese Vergehen macht, dann wird man bestraft mit Zwangsarbeit, ja, was hier öffentliche Arbeit ist, ist im Grunde verurteilt zur Arbeit, also Zwangsarbeit, Arbeitslager, für eine bestimmte Zeit oder aber sogar lebenslänglich, je nach Umständen des Einzelfalls. So, hatte ich das hier jetzt schon gelesen? Ja, das war das, was ich gerade gelesen hatte. Dann wird das hier aufmachen, das nächste. Jedem, der diesen Artikel liest, muss klar sein, dass die hier in Betracht gezogene Straftat öffentlicher Natur war und nicht auf den Fall der Madhyais anwendbar war, denen vorgeworfen wurde, in ihrem Privathaus die Bibel gelesen zu haben. Schlüssig argumentiert in der letzten Nummer der Lata Review von Herrn Davenport Hill, dem Recorder von Birmingham, also das ist jemand, das ist kein Recorder, das ist jemand, der einen Schriften aufzeichnet von Birmingham, auf dessen fähiges Papier er ihre Aufmerksamkeit lenken würde. Das klare Stöhnen des Gesetzes wurde jedoch vom Anwalt der toskanischen Regierung und dem Vorsitzenden Richter pervertiert. Der toskanische Generalstaatsanwalt sagte,
Darüber hinaus war die Existenz des Protestantismus als Sekte in der Frage der Öffentlichkeit öffentlich und berüchtigt. Öffentlich und berüchtigt auch, dass es dem Katholizismus feindlich gegenübersteht. Öffentlich und berüchtigt, dass die Madiai dazugehörten. Öffentlich und berüchtigt die aktive Rolle, die sie bei der Verbreitung und Verbreitung heterodoxer Bücher, also heretischer Bücher, spielten und so weiter. Werbung im Sinne und Erfordernis des Gesetzes fehlte also nicht. Und der Richter stellte in seinem Urteil fest, dass Werbung dort besteht, wo Handlungen, obwohl sie nicht an einem öffentlichen Ort begangen wurden, in Gegenwart mehrerer Personen stattgefunden haben, ausgiebig preisgegeben wurden und einen schweren Skandal verursacht haben. Es war für ihn unnötig, die schreckliche Strafe anzugeben, die am 8. Juni 1852 gegen die Madiais verhängt worden war. Sie hatte weltweit Bekanntheit erlangt und war in den Zeitungen vor dem Haus zu finden, also dem Unterhaus in England, wird hiervon gesprochen. Die Beweise für Rosa Madiai waren bemerkenswert. Die Katholiken sprachen von ihr, sie sei nicht nur tolerant gegenüber ihrer Religion, sondern beeindruckte sie auch von der Pflicht, ihre Einhaltung aufrechtzuerhalten, solange sie in ihr fortfuhren. Also mit anderen Worten, die Frau Rosa Madiai hat, obwohl sie aus der Bibel gelesen und gelehrt hat, die Katholiken nicht in der Hinsicht unterdrückt oder sonst irgendwas, sondern sie hat ihnen sogar noch geholfen, ihre Religion ausführen zu können. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ihr ganzes Leben schien eine Reihe von Akten der Nächstenliebe zu sein. Hier intervenierte sie mit den protestantischen Herren oder Geliebten einiger römisch-katholischer Zeugen bei ihrem Prozess, damit sie die Freiheit hatten. Jetzt bin ich hier in der Reihe verrutscht. Wo war ich denn jetzt hier? Oh Mensch, das passiert manchmal, wenn man das hier runter macht. Ihr ganzes Leben schien eine Reihe von Akten der Nächstenliebe zu sein. Hier intervenierte sie mit den protestantischen Herren oder Geliebten einiger römisch-katholischer Zeugen bei ihrem Prozess, damit sie die Freiheit hatten, zu fasten oder an der Messe teilzunehmen. Dort die Notwendigkeit der Vorbereitung auf die Gemeinschaft durchzusetzen. Also Gemeinschaft ist hier die Kommunion, das heißt das Abendmahl oder in diesem Fall die römisch-katholische Eucharistie. Sogar eine Nonne sandte ein schriftliches Zeugnis zu Rosa Madiais Gunsten, um sie nach Hause zu führen. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende dieses Ausschnitts hin. Ein armer Blinder, ein Katholik, bewies sogar, dass sie ihn, nachdem sie auf den Katholizismus verzichtet hatte, zur Messe führte und danach zurückkehrte, um ihn nach Hause zu führen. Signor Bikerhikrai, der öffentliche Minister selbst, sagte in seiner Rede, Zitat, die Taten der Güte, der natürlichen Redlichkeit und des Wohlwollens, die Madame Madiai bei der Festnahme des Urteils fordern wollte, können dazu führen, dass man mehr über ihre Trennung vom Katholizismus trauert, aber nicht befreie sie von dem gegenwärtigen Verbrechen und der Anklage. Es wurde behauptet, Rosa Madiai habe sich damit beschäftigt, Proselyten zu machen, also Leute zum Protestantismus zu bekehren oder zur Bibel zu bekehren, aber das war nie bewiesen worden. Als der Präsident des Justizrates das Urteil über Inhaftierung und Bardenarbeit gegen diese unglücklichen Personen aussprach und erst durch seine Stimmabgabe wurde das Urteil gefällt, zwei der anderen Richter waren dafür und zwei dagegen, seine Emotion verriet sich im Zittern seiner Stimme. Und das Gehör drückte ihre Missbilligung durch Schreie von Gli Assassini aus. Die Attentäter. Ja, das wurde also geschrien. Ja. Gli Assassini heißt die Attentäter. Er hatte zuvor gesagt, dass der Fall der Madiais nicht isoliert sei, sondern Teil einer systematischen Verfolgung von Protestanten sei. Ja, wie kann es das denn geben, wenn in der Verfassung Religionsfreiheit verankert ist? Gute Frage, ne? Das heißt, Entschuldigung, ich trinke meinen Kaffee hier zwischendurch noch. Das heißt mit anderen Worten, im Gesetzestext steht drin, dass du zwar frei bist, die Religion frei auszuüben, die du wünschst, aber wenn du das tust, wirst du doch verhaftet. Jetzt nehmen wir das doch mal als Beispiel in der Zeit, in der wir heute, 2021, leben. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht zum Beispiel drin, die Ehre des Menschen ist unantastbar.
Wo ist aber die Ehre definiert? Und was heißt die Ehre? Und wo ist die noch unantastbar heute? Papier ist ja geduldig, wo das steht. Aber wenn man sich dann anschaut, wie die Leute in Deutschland im Augenblick behandelt werden, und nicht nur in Deutschland, ja, wenn es um diese Gesundheitskrise geht, sage ich jetzt mal, da ist es doch genau dasselbe. Auf dem Papier steht, dass man bestimmte Freiheiten hat. Redefreiheit, Gewissensfreiheit, Pressefreiheit und so weiter und so weiter. Das steht alles auf dem Papier, das sehr geduldig ist. Aber wie wird es gehandhabt, wenn jemand das wirklich auch praktiziert? Hier wird geschrien, die Attentäter. Obwohl der Richter vorher gesagt hatte, der Fall Mahdi sei nicht isoliert, sondern ein Teil systematischer Verfolgung von Protestanten sei, tja, merkt man, dass hier also das Gesetz, wie es im Augenblick zu der Zeit, als das Buch hier geschrieben wurde, auf Papier geschrieben war, mit Füßen getreten wird. Er hatte verschiedene Glieder in der Kette gezeigt. Erstens das Verbot des öffentlichen Gottesdienstes, denn das Verbot einer privaten Versammlung zum Lesen der Bibel unter dem Schmerz der Inhaftierung. Dann Verbannung, dann Inhaftierung und nur ein Glied in der Kette fehlte. Die Mahdi'is wurden mit Zwangsarbeit zu Haftstrafen verurteilt, aber die toskanische Regierung war noch einen Schritt weitergegangen. Und am 16. November letzten Jahres wurde ein Dekret erlassen, das die Todesstrafe in vielen Fällen festlegte, die denen der Mahdi'is ähnlich waren. Er würde das schreckliche Dekret lesen, dessen französische Übersetzung er in der Hand hielt. Und das habe ich dann auch noch aus dem Französischen übersetzt. Das lesen wir jetzt gleich. Also, eben nochmal zur Verdeutlichung. Die Mahdi'is haben nichts anderes getan, als im Familien- oder Privatkreis die Bibel zu lesen. Was normalerweise in dem Land erlaubt wäre, da es ja Religionsfreiheit gibt. Trotzdem haben sie die Mahdi'is und andere Menschen auch, die Mahdi'is gelten hier jetzt als ein Beispiel, das man sich rausnimmt, weil das an die, ich sag mal, große Glocke gehängt wurde, weil es bekannt geworden war, dass sogar der englische König, der amerikanische Präsident und sein Außenminister interveniert haben und gesagt haben, ja, gebt uns dann die Leute, wir nehmen sie dann, ne, dann seid ihr sie los, aber wir wollen diese Verfolgung von Protestanten nicht unterstützen, sondern wir wollen diesen Menschen helfen. Und jetzt werden hier dann sogar noch andere drakonische Strafen erlassen, sogar wird hier ein Dekret erlassen, das sogar die Todesstrafe in solchen Fällen festlegte, die den Mahdi'is ähnlich waren. Das heißt also, das Bibellesen, da geht es im Grunde drum. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf dem öffentlichen Platz die Bibel liest und vielleicht sogar laut liest, um anderen Menschen mitzuteilen, was darin steht, der würde dann vielleicht sogar die Todesstrafe bekommen können. Also lesen wir doch mal, was das französische Dekret sagt. Wir sind entschlossen, Folgendes festzustellen und zu ordinieren. Erstens, die Todesstrafe, die in der vom Gesetz vom 27. August 1817 vorgeschriebenen Weise anwendbar ist, wird bis auf Weiteres im gesamten Gebiet des Großherzogtums für Angriffe öffentlicher Gewalt gegen die Regierung und gegen die Religion wiederhergestellt. Ende Zitat. Was heißt das mit anderen Worten? Wir sind entschlossen festzustellen, dass das Gesetz anwendbar ist, um die Todesstrafe einzuführen auf dem Gebiet des Großherzogtums von Toskanien. Wenn Leute zum Beispiel die Bibel lesen, das ist öffentliche Gewalt gegen die Regierung oder öffentliche Gewalt gegen die Religion. Wenn man das macht, dann wird dieses Gesetz auf die Leute zugepasst werden. Es schien also, dass das Todesurteil in Tessiny wiederbelebt worden war. Also, das wird wahrscheinlich Tuscany sein, schätze ich mal, schlechte Übersetzung, Toskanien. Es schien also, dass das Todesurteil in Toskanien oder in der Toskana wiederbelebt worden war. Und anscheinend, um diese armen Menschen zu erschrecken, denen durch die Verfassung von 1848 die Ausübung ihres religiösen Schutzes garantiert worden war. Ja? Also, wie gesagt, die Übersetzung ist wirklich nicht besonders gut hier, aber ich glaube, jeder versteht es hier, ja, dass
Todesurteil wird in Toskana wiederbelebt, wieder eingeführt und anscheinend darum, um Menschen abzuschrecken, die, obwohl in der Verfassung verbrieft, ihre religiöse Freiheit ausüben, ja, um die abzuschrecken. Die Verfolgung hatte hier nicht aufgehört. Seit dem Prozess gegen die Madiais war Signor Guarducci, einer der bei Graf Giugiardini inhaftierten Personen, obwohl er zu dieser Zeit in Frieden und Ruhe lebte, beschlagnahmt und ins Gefängnis, also verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden. Und seine Freunde befürchteten, dass sein Leben seinen Verlust bezahlen würde, Anhaftung an den Protestantismus. Also, dass er sein Leben verlieren würde, wenn er dem Protestantismus anhängt und dass er einer der Ersten sein würde, der unter der Wiederbelebung des Gesetzes, also der Todesstrafe hier, das Gesetz zur Bestrafung des Todes leidet. Also, dass er, dieser Herr Guarducci, einer der Ersten sein würde, der zum Tode verurteilt werden würde, wenn dieses Gesetz halt jetzt in Fuge geht. Unter diesen Umständen fühlte er, Mr. Kinyard, sich zur Pflicht gemacht, beim House of Commons Berufung einzulegen. Also das ist der Teil, den ich hier jetzt geschrieben habe. Deswegen Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Das geht natürlich noch weiter, der Artikel in diesem Buch. Aber wie gesagt, der Link zu diesem Buch ist ja damit drin. Das gibt es halt nur in Englisch. Das könnt ihr ja gerne mal lesen. Da wird halt der Fall von wie heißen die beiden jetzt hier, Madiay, ja, die Fälle von Madiay werden hier deutlich gesprochen. Und da James Atkin Wiley sagt, nochmal den Satz hier, dadurch werden nun freilich alle schüchternen Freunde desselben zurückgeschreckt. Aber die gestreute Saat geht doch nicht unter, und wenn die Tyrannei alle ihre Galeeren mit Madiays Gefährten besetzte. Jetzt wissen wir zumindest, was Madiay ist und seine Gefährten, das heißt Leute, die es sich erlauben, obwohl sie gesetzlich verbrieft die Freiheit haben, die Bibel zu lesen oder Religionsfreiheit haben, werden sie doch abgeführt, eingekerkert, auf Galeeren gesetzt oder sogar mit dem wiedereingeführten Gesetz der Todesstrafe in Toskana sogar dem Tode zugeführt. Ja? Auch in der Lombardei findet eine religiöse Bewegung statt. Und im Geheimen bestehen kirchlich und finanziell organisierte evangelische Gemeinden, freilich oft gestört durch die Spürhunde der Inquisition, da die Verletzung des Beichtgeheimnisses zwar in Beziehung auf Mord und Diebstahl, aber nicht, wo es sich darum handelt, einen Bibelleser zu verraten, Sünde ist. Also, der Priester hat dann sogar noch in der Hinsicht ungerecht gehandelt. Die Heilige Schrift war freigegeben, als Pius ein angeblicher Liberaler war. Also, da sprechen wir von, ich glaube, Pius dem V., dem Papst am Beginn des 19. Jahrhunderts, bei der Wiedereinführung der Jesuiten, 1814 maßgeblich beteiligt. Als die Kroaten ihre Pferde in die Kirchen führten und ihre Schuhe mit dem Chrisam beschmierten. Also Chrisam ist so ein heiliges Öl, was gebraucht wird. Jetzt aber gehen Kroat und Jesuit Hand in Hand zur Unterdrückung der Bibel und Aufrechterhaltung der inquisierenden Kirche. Tja, oder inquirierenden Kirche, also fragenden Kirche, was aber von der Inquisition ja abkommt, das Wort. Dieser letzte Satz, den ich blau angestrichen habe, ist unglaublich wichtig. Jetzt aber, ja, wir sprechen hier vom Jahre 1850, gehen Kroat und Jesuit Hand in Hand zur Unterdrückung der Bibel. Und jetzt denken wir doch mal kleine 100 Jahre weiter. Da sehen wir doch, da gab es den unabhängigen Staat von Kroatien, diesen Nazi-Satellitenstaat unter Ante Pavelić und dem römisch-katholischen Nunzio Marcone und dem Erzbischof Stepinac, der dann auch später zum Heiligen erklärt wurde. Ja? Hier, das ist fast 100 Jahre davor, schreibt James Atkin Wiley bereits, dass Kroat und Jesuit Hand in Hand zur Unterdrückung der Bibel gehen. Was war denn die Ermordung von mindestens 1 Million Serben und anderer Menschen nach dem Motto konvertiere oder stirb in der Zeit des Zweiten Weltkriegs?
Kroat und Jesuit gingen Hand in Hand. Franziskaner, Mönche und sogar Nonnen haben sich beteiligt an den Ermordungen der orthodoxen Serben zu der Zeit. Und davon spricht James Edgar Wylie hier bereits 100 Jahre davor. Also was im Zweiten Weltkrieg im unabhängigen Staat von Kroatien im Grunde aufblühte, hat hier vorher schon seine Wurzeln gehabt und der Trieb ist die ganze Zeit gewachsen. Und dann ist die römisch-katholische Unterdrückungsblüte im Zweiten Weltkrieg aufgegangen. Ja? Deswegen finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Satz. Jetzt aber gehen Kroat und Jesuit Hand in Hand zur Unterdrückung der Bibel, zur Unterdrückung der Protestanten, zur Unterdrückung der orthodoxen Katholiken, zur Unterdrückung eines jeden, der nicht dem römischen Katholizismus beiwohnt und zur Aufrechterhaltung der inquirierenden Kirche, also zur Aufrechterhaltung der Kirche, die eben fragt, diese Unterdrückung durchzusetzen. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Schluck auf hier. Und dennoch, Zitat, das Wort sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben. Das kommt aus dem Buch der Hohelieder, schätze ich mal. Ah ne, das war eins. In ganz Italien dämmert der Morgen. Da muss ich nachher, glaube ich, ein paar Leute bannen von meinem Kanal, wenn ich die Kommentare hier lese. In ganz Italien dämmert der Morgen. Die florentinischen Pressen haben in der Revolutionszeit große Massen von Bibeln verbreitet, deren bereits gewirkten Segen keine Regierungsmaßregel vernichten kann. Über ganz Italien ist eine große christliche Gesellschaft verbreitet. Diese steht unter der Leitung eines Zentralkomitees, welches in fast allen größeren Städten, auch in Rom, die Organisierung evangelischer Gottesdienste fördert und von allen Genossen, Reichen und Armen, darunter auch Priestern, Geldbeiträge für diesen Zweck empfängt. Das ist geschrieben in der Evangelical Alliance 1852. Das ist eine Zeitschrift aus England in der Zeit. Der mit evangelischem Späherauge Reisende kann die Bibelleser in Gesellschaften von 2 bis 6 Personen auf einsamen Höhen, in Wäldern und Sümpfen vereinigt finden, wo sie nach Art der alten Lollarden in England, das sind die Anhänger von Wycliffe, der Covenanters in Schottland, den Herrn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dass die Bibel und nichts als die Bibel der Lehrer dieser Christen ist, das bürgt uns für den apostolischen Charakter der Zukunftskirche Italiens. Alle geschichtlichen Analogien müssten uns betrügen, sollten wir nicht annehmen, Gott der Herr werde die politischen Verhältnisse Italiens also leiten, dass diesen Liebhabern der Wahrheit Gelegenheit gegeben werde, noch vor dem Falle Roms vor der Welt seinen heiligen Namen zu bekennen. Die wahre römische Kirche wird aus dem Grabe erstehen, auf dass die Verfälschte ihr Urteil empfange. Also, hier sagt James Edgar Wylie etwas, mit dem ich nicht einverstanden bin. Er sagt nämlich, dass das wahre Christentum auch aus Rom kommt. Und da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Natürlich hatte Paulus eine christliche Gemeinde in Rom gegründet. Nur die ging in den Untergrund. Und die römische Kirche ist nicht an der Basis des Christentums. An der Basis des Christentums ist die Kirche aus Jerusalem, weil nämlich alle Apostel aus Jerusalem herausgingen und von daher das Evangelium in die Welt getragen haben. Deswegen bin ich mit dem Satz, so wie er das hier geschrieben hat, nicht einverstanden. Aber es geht natürlich darum, dass die unterdrückte römische Kirche, vielleicht könnte man es so sagen, aus dem Grabe entsteht, auf dass die verfälschte Kirche, nämlich das ist die Hure von Babylon, das ist die römisch-katholische Kirche, ihr Urteil empfange. Lassen wir das Wort römisch weg, dann finde ich den Satz persönlich viel logischer. Die wahre Kirche wird aus dem Grabe erstehen, auf dass die verfälschte römische ihr Urteil empfange. So würde ich den Satz geschrieben haben. Der, welcher den Lot aus Sodoms Zerstörung rettete, die Scharen seiner Heiligen aus dem Verderben geweihten Jerusalem auf die Berge fliehen ließ,
der wird auch diese Christen der vereinigten Wachsamkeit des Kroaten, Gallier und Jesuiten entgehen lassen und aus Babylon retten, dass sie nicht teilhaben an seinen Plagen. Wir geben uns nicht der Hoffnung hin, dass etwa bald in Italien eine herrschende evangelische Nationalkirche entstehen werde. Der Sammelplatz so großer Unreinigkeit muss erst durch große Gerichte gereinigt werden. Nichtsdestoweniger wird ein heiliger Same daraus gerettet werden. Und es ist unsere feste Überzeugung, dass das Schicksal des Papsttums nicht Sieg, sondern Verurteilung in einem furchtbaren Gerichte Gottes von wundersamer Tiefe sein wird. Bis jetzt hat es die Bekenner der Wahrheit unter dem Vorwande bekämpft, dass sie Atheisten und Rebellen seien. Nun, nachdem es lang genug wieder dieses Phänomen gekämpft hat, wird es aufgerufen zum Kampfe mit dem wirklichen Feinde selbst, wird dem Atheismus gegenübergestellt, der zu seiner erklärten Mission die Zertrümmerung jeder Regierung, jeder Religion, jeder Autorität überhaupt gemacht hat. Hier gehen wir kurz in eine Fußnote hinein. Der Autor sagt hier aus dem Werk Vindicae Gallicia, also das ist der Sieg der Gallier, auf Seite 99, Zitat: Merkwürdig ist in dieser Hinsicht, was der geistreiche James McIntosh sagt. Also, Zitat aus seinem Werk: Die Macht und Gewalt der Kirche wird, wenn es nicht etwa gelingt, durch eine von Priesterlist geleitete Revolution Europa unter die Herrschaft der Ignoranz zu bringen, sicherlich das 19. Jahrhundert nicht überleben. Ende Zitat. Na, das ist ein Satz, über den müsste man noch mal eben nachdenken. Ne? Die Macht und Gewalt der Kirche, wenn es nicht etwa gelingt, durch eine von Priesterlist geleitete Revolution Europa unter die Herrschaft der Ignoranz zu verbringen, sicherlich das 19. Jahrhundert nicht überleben. Die Kirche hat das 19. Jahrhundert überlebt, sie hat das 20. Jahrhundert überlebt und sie regiert vollkommen losgelassen im 21. Jahrhundert. Ja? Also die Voraussage des Herrn McIntosh ist hier so nicht eingetreten, dass die Macht der Kirche eventuell in Schranken gewiesen wird durch eine Priesterlist, durch Europa in Ignoranz zu bringen. Ignoranz hat Europa befallen. Ja? Ignoranz hat Europa befallen zum Ende des 19. Jahrhunderts, ganz sicher zu Anfang des 20. Jahrhunderts und das ganze 20. Jahrhundert durch. Hat Ignoranz Europa sogar so stark befallen, sogar die ganze Welt so stark befallen, dass es Mitte des 20. Jahrhunderts zum Zweiten Vatikanischen Konzil, dem Ökumenischen Konzil, kam. Die Ignoranz ist sogar so groß geworden, dass die ganze Welt heutzutage Futurismus akzeptiert. Futurismus, das heißt, die 70. Woche von Daniel ist Zukunft, der Antichrist ist Zukunft, ja, das ist die Lehre der römischen Kirche, das ist die Ignoranz, in der wir heute, in dieser Welt, in der wir heute leben. Also, leider ist das hier von dem McIntosh nicht eingetreten. Die Ignoranz hat gesiegt. Die Ignoranz, die die römisch-katholische Kirche lehrt in dieser Welt. Ein zerstörender Kommunismus erhebt das Haupt und wird's erheben, bis ein allgemeiner und furchtbarer Umsturz das Papsttum samt seinen Stützen beseitigt hat. Dieses dunkle Vorgefühl lastet schon auf den Gemütern seiner Anhänger, die nicht mit Unrecht vor dem roten Gespenste zittern, gegen welches für alle, die dem Evangelio Christi nicht gehorsam sind, es keine Hilfe gibt, auch nicht in der stärksten äußeren Gewalt. Also hier wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts vor dem Kommunismus gewarnt, den wir ja bereits verstanden haben durch die paraguanischen Reduktionen der Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert. Es ist ja nicht neu. Nur man sah die Gefahr jetzt aufziehen, dadurch auch, dass eben der Atheismus anfing zu blühen und Atheismus bringt Kommunismus mit sich mit und hat es ja in der Sowjetunion fast das ganze 20. Jahrhundert durch auch so getan. Für Britannien aber und jeden Staat, in welchem dann Regierung und Volk am Evangelium festhalten sollten, hegen wir keine Furcht. Und ein Jahr Friede mit Rom
ist in dieser Beziehung gefährlicher als 100 Jahre Krieg. Na, das ist doch mal eine wichtige und interessante Aussage. Ein Jahr Friede mit Rom ist gefährlicher als 100 Jahre Krieg. Weil im Krieg weiß man, was passiert. Da weiß man, dass man jeden Augenblick, wenn man seinen Kopf hochsteckt, erschossen werden kann. Aber im Frieden mit Rom, da gibt man seine ganze Freiheit auf. Weil nur wenn ich meine Freiheit aufgebe, dann kann ich Frieden haben mit Rom. Dann regiert Rom aber ultramontan, autoritär über mich. Und dann kann ich meinen Kopf nicht hochstecken, dann werde ich ständig indoktriniert mit Falschlehren. Ein Jahr Friede mit Rom ist gefährlicher als 100 Jahre Krieg. Da kann ich dem Autoren nur zustimmen. Das ist wirklich so. Gibt es da einen Kommentar? Ja, das ist dann auch ein scheinbarer Frieden. Die Menschen denken, dass es Friede ist, aber im Untergrund gibt es dann Krieg, weil es geht dann Krieg auf der geistigen Ebene, nicht auf der physischen Ebene. Richtig. Genau die Welt, in der wir nach dem Zweiten Weltkrieg leben, ne? Ja. Ja. Ein Jahr Friede mit Rom ist in dieser Beziehung gefährlicher als 100 Jahre Krieg. Ja, wir haben jetzt 80 Jahre zwischen Anführungszeichen Frieden, ne? Ja, da gibt es denn schon Begriff der hybriden Kriegsführung, mit der Kriegsführung mit anderen Mitteln. Eben. Ja, wir haben 80 Jahre die Zeit, wo Rom es mit Indoktrination geschafft hat, unsere Köpfe mehr oder weniger umzudrehen oder die der Gesellschaft noch im Allgemeinen. Was sicherlich deutlich wird, wenn man heute im 21. Jahrhundert mal auf die Straße geht und mit hier und da mit ein paar Menschen versucht zu sprechen. Ja. Da sieht man, dass nicht nur ein Jahr Friede mit Rom inzwischen passiert ist, sondern dass viele Jahre Frieden mit Rom passiert sind. Weil was heißt denn Frieden mit Rom? Friede mit Rom heißt doch das Begraben des Protestantismus. Das heißt doch, dass man nicht mehr äußert, lehrt, hinausschreit, dass der Papst der Antichrist ist. Das ist Frieden mit Rom. Das ist das, was der Autor hier meint. Aber der Papst ist der Antichrist. Das Papsttum ist der Antichrist. Der Sohn des Verderbens. Der Mann der Sünde, wie er im 2. Thessaloniker beschrieben wird. Ja? Da kann man keinen Frieden mit Rom schließen. Und wenn man das macht, dann ist das schlimmer als 100 Jahre physischer Krieg. Und wir haben inzwischen viele, viele Jahre mit Rom Frieden gehalten. Die Protestanten, die sich niedergelegt haben mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und unter anderem mit der lutheranischen Kirche, die im Jahr 1999 am Reformationstag dann noch die gemeinsame Erklärung zur Erlösungslehre unterschrieben hat. Ne? Zur Justification, zur Rechts... Wie heißt das denn auf Deutsch? Ich komme jetzt im Augenblick auf den deutschen Titel da. Das Papier, das sie 1999 unterschrieben haben. Joint Declaration of Justification, also die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Rechtfertigungslehre, ne? Ja, danke. In derselben Sekunde kam ich dann auch endlich drauf, ja, zur Rechtfertigungslehre. Und das ist Frieden mit Rom tun. Und der Autor warnt hier, ein Jahr Friede mit Rom ist in dieser Beziehung schlimmer als 100 Jahre Krieg. Und wie viele Jahre haben wir inzwischen, bitteschön, Anführungszeichen vorne und hinten, Frieden mit Rom. Wir glauben, fährt der Autor fort, dass nach Gottes Rat England zu einer Burg des Protestantismus für jene Zeit des Sturzes der papistischen Staaten bestimmt ist. Das glaubt er, aber das hat sich so leider nicht erfüllt. Deswegen schreibt er weiter, aber vergessen wir nicht, noch ist das Papsttum mächtig und im Besitzer starker Position. Die Kraft der Regierungen, seine vollkommene Organisation, seine zahlreichen zu unverbrüchlichem Gehorsam erzogenen Agenten, seine äußerliche Einheit der Kirche des Evangeliums gegenüber, seine Traditionen früherer Größe, die Frucht so langjähriger Erfahrungen,
die vielen hochbegabten Geister, welche seine Reihen führen, die Wucht des Positiven, welches es dem Volke bietet, gegenüber der kalten Negation des Sozialismus, die mächtige Unterstützung, die es in der Verderbnis des menschlichen Herzens wie in der Fäulnis der Gesellschaft findet, das alles ist Roms Stärke. Die unveränderte menschliche Natur liebt noch immer eine Religion, welche mit den Verheißungen des Himmels größtmögliche Nachsicht gegen die Leidenschaften verbindet. Ja, der Skeptizismus sogar, der zuerst die Massen dem Papsttum entfremdet hat, kann sie ihm leicht wieder zuführen, denn er schwächt den Verstand und bereitet ihn vor, auch bei dem Widersinnigsten sich zu beruhigen. Wenn das Gemüt des Menschen, abgehetzt durch alle Phasen des ungläubigen Wahnes, abgemattet durch das Fehlschlagen jeder Hoffnung und Befriedigung, endlich stutzig wird, dann wirft es sich leicht wie ein Verzweifelter dem Aberglauben in die Arme. So kann's möglicherweise auch mit ganz Europa gehen, also dass die Revolution nach ruhelosem Laufe zu ihrer Quelle wieder zurückkehre. Sollte nicht der bloße Gedanke an diese entsetzliche Möglichkeit jedes Christenherz auffordern, zu tun, was möglich ist, damit dem Papsttum ein Damm gesetzt, sein Sturz befördert und es die betrogenen Seelen seiner Herrschaft entrissen werden? Es ist Zeit zu handeln. Kein Tag ist zu verlieren. In wenigen Jahren vielleicht wird das Schicksal Europas und des Protestantismus für Jahrhunderte entschieden sein. Hier hat der Autor mal wirklich prophetisch Wahrheit gesprochen. Wenige Jahre, nun denn, innerhalb des nächsten Jahrhunderts, da hat der Autor leider recht behalten, wenn wir heute im 21. Jahrhundert darauf zurückschauen. Nochmal. Sollte nicht der bloße Gedanke an diese entsetzliche Möglichkeit jedes Christenherz auffordern, zu tun, was möglich ist, damit dem Papsttum ein Damm gesetzt, seinen Sturz befördert und die betrogenen Seelen seiner Herrschaft entrissen werden? Es ist jetzt Zeit zu handeln, meine lieben Brüder und Schwestern. Jetzt, im 21. Jahrhundert, genauso wie damals, als 1850 James Edgar Wylie dazu aufrief. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Kein Tag, keine Stunde ist zu verlieren. Denn in wenigen Jahren vielleicht wird das Schicksal Europas und des Protestantismus für Jahrhunderte entschieden sein. Das Schicksal Europas und des Protestantismus wurde bereits vor etlichen Jahren von Rom entschieden. Und wir leben heute in den Konsequenzen dieser Entscheidung. Das ist, was uns heute bewegt in der Welt, in der wir leben. Da müssen wir uns bewusst von sein. Und wir werden Verfolgung erleiden, wenn wir Jesus Christus bekennen in dieser Welt. Wer Jesus Christus bekennt, der bekennt auch, dass der Papst der Antichrist ist. Weil man kann Jesus Christus nicht predigen, ohne den Antichristen zu predigen. Wir haben die Möglichkeit, heutzutage durch diese Schrift von James Edgar Wylie zu erkennen, wo wir heute stehen, und wir haben die Möglichkeit, uns zu besinnen auf die Bibel, auf Gottes Wort und zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass wir dem Papsttum mit der Bibel einen Damm in den Weg setzen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir den Sturz des Papsttums befördern. Wir wollen dafür sorgen, dass wir betrogene Seelen seiner Herrschaft entreißen. Betrogene Seelen, so viele Katholiken, wofür diese Lesungen hier gemacht werden, dass sie verstehen, dass die Wahrheit nicht in einer Kirche zu finden ist, sondern die Wahrheit ist nur in der Heiligen Schrift zu finden. Und natürlich wird uns das was kosten. Das wird uns vor allen Dingen Trübsal bereiten. Wir werden Verfolgung erleiden. Wir können in die Fußstapfen der Madiais treten, in der Hinsicht. Weil wir leben auch in Ländern, wo so gesagt Religionsfreiheit gilt. Bis zu dem Augenblick, wenn ich meine fundamentalistische Religion ausführen würde, wenn ich sie praktizieren werde, dann werde ich verfolgt werden. Und das bringt mich dazu, dass ich gerne diese Lesung heute
abschließen möchte mit einem Vers aus der Bibel. Ich habe die Schlachter hier, weil wir mit unserer Übersetzung immer noch nicht so weit sind. Und die Idee, diesen Text zu gebrauchen, für die Lesung heute abzuschließen, kam mir auch erst kurz vor der Lesung. Deswegen gebrauche ich hier die Schlachterbibel aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums. Und ich finde das einen passenden Abschluss zur Lesung heute. Und ich möchte, dass ihr mir darin ein wenig folgt, dass ihr mitlest. Ja. Und? Was? Kann ich jetzt nicht erstmal hier die Lesung machen? Doch. Ich wollte nur sagen, dass wir noch die Bibel dann auch ohne Konsequenzen lesen können. Vielleicht kommt die Zeit, wo wir dann für das Lesen der Bibel wie damals dann wieder an den Pranger oder schlimmer gestellt werden. Und wir dann die heimlich lesen müssen, wenn wir keine Konsequenzen fürchten müssen. Das habe ich ja probiert deutlich zu machen mit dem Fall der Remadiais, wo ich daraufhin verwiesen habe. Ja, richtig. Dann ist es noch umso besser, die Verse jetzt vorzulesen und rauszuschreien sozusagen. Ja, deswegen möchte ich jetzt mit dem Vers 19 aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums die Sendung von heute beenden. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen, und dann wird euer Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch rede, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Wenn wir in Christus sind, dann haben wir Frieden, aber nicht den Frieden in der Welt. In der Welt haben wir Bedrängnis, / Trübsal, aber seid getrost, ich, Jesus Christus, habe die Welt überwunden, und wenn wir ihn in uns haben, dann haben auch wir die Welt überwunden. Und dann können wir uns gleichstellen mit Menschen, wie die Madiais, die trotz der versprochenen Religionsfreiheit für die Ausübung ihres protestantischen Glaubens verfolgt wurden. Wir lassen uns nicht von Rom unterkriegen, denn diese Welt hat uns nichts zu bieten. Wir haben die Worte unseres Herrn, Jesus Christus, verstanden.
und damit ihr auch seine Botschaft versteht, lest eure Bibel. Bis zur nächsten 66. Sendung und Lesung dieses Buches, Das Doppelgesicht des Papsttums. Möge Gott euch behüten, schützen und segnen auf all euren Wegen. Maranatha.